Zeit. 4 Minuten. Verschiedene Rollen. Männer, Kinder, Frauen. Requiem. Puzzle. Gruppenprozess. Konzentration. Zerbrechlichkeit. Pur. 100 Songs. Terroranschlag. Hallo Frau Göckchen. Hallo, Herr Eichhorn. Eichhorn, oder? Eichhorn, genau, ja. Ja. Ein ganz neues Format so. Warum kannst du nicht einfach 8:55 Uhr? Nein, das ist zu weit weg und zu kompliziert. 8:51 Uhr. Don't dream. It's over. Kennst du das, wenn du das Radio anmachst, dann läuft plötzlich dieser Song und du musst einfach lächeln? Du musst einfach lächeln, weil dieser Song im Radio läuft? Kennst du das? Ja. Was ist dein Lieblingssong? Was ist dein Lieblingssong? Meins ist, ist ein bisschen unbekannt. Hm. Betty Davis Eyes. Kim Carnes. Kennst du es? Ja, kenne ich. Ja? Meins ist Don't Dream It's Over. Don't Dream It's Over. Von Crowded House. Ja. Das Stück heißt 100 Songs, weil das ein Motiv ist, wo man sagt, es geht viel darum, dass ein Song, den wir hören, der etwas für unser Leben bedeutet, für eine besondere Situation in unserem Leben, den assoziieren wir mit etwas Positivem, mit etwas Tragischem. Das ist wie eine, Schimmelpfennig selbst sagt, ein Song ist sowas wie eine kleine Seele. Songs. Dieses Wort lässt er in der Luft stehen. Als ob dieses Wort so etwas wie eine Antwort wäre. Oder die Möglichkeit einer Antwort. Als ob dieses Wort in der Luft schweben könnte. Funkelnd. Leuchtend. In dem Stück geht es um eine Gruppe von vielen Menschen, die nichts miteinander zu tun haben. Ein sonniger Spätsommervormittag. Menschen sind unterwegs wohin und ganz viele von denen hören auch gerade Songs oder haben einen Song gehört oder hatten einen Song. Das ist so das Motiv, die Unterschiedlichkeit dieser Menschen. Die sich an einem Bahnhof befinden, wo es einen Terroranschlag gibt. Und versus der 4 Minuten, dass man sagt, es geht immer in diesem Stück, werden über den ganzen Abend immer dieselben 4 Minuten erzählt. 2 Minuten vorher, 8:53 Uhr. Die Leute in dem Waggon. Der Mann, der erst vor 2 Stunden mit seiner Frau geschlafen hat, mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht. Lieber Karl, eine Frau, die ihren Mann mit seinem besten Freund betrügt seit Monaten. Und letzte Nacht hat er die Nachrichten gefunden. Wir haben an der Wand so ein Poster gemacht und da so alle diese 4 Minuten genau skizziert, wann was passiert. Alles eingetragen von 8:51 Uhr bis 8:55 Uhr, weil jede Sekunde sehr wichtig ist und dass wir wissen sollen, wann was passiert. Es steht am Anfang eine Regieanweisung, das heißt, sie stehen im Blut, wissen es aber nicht. Das heißt, eigentlich ist das Ganze wie ein Requiem, ein Reenactment von 4 Minuten. Bevor eine Katastrophe passiert, die vermutlich allen Beteiligten das Leben genommen hat. Die Gleise funkeln wie ein Spinnennetz. Wie ein Spinnennetz. Dies ist vielleicht der letzte Sommertag. Lange Pause. Es gibt immer Zeitsprung. Wir sind einmal in 53, sage ich jetzt mal, und dann nochmal 51. Und das ändert sich sehr schnell. Und wenn man als SchauspielerInnen das nicht genau weiß, ist man direkt verloren auf der Bühne. Es gibt eigentlich keine Rollen im konventionellen Sinn, sondern es hat eigentlich jeder wie eine Grundfigur, und er oder sie schlüpft für Momente in Fragmente. Was läuft im Radio? Im Radio läuft Don't Dream It's Over, hier ist Radio 96.1, sagt die Sprecherin. Hier ist Radio 96.1. Und drüben im Bahnhofscafé läuft derselbe Sender und dasselbe Lied. Dadurch, dass wir keine fixen Rollen haben, ist das natürlich, geht man anders nochmal dran. Also wir springen immer in verschiedene Rollen rein. Es gibt immer so Rollentypen, die immer auf der Bühne da sind, aber wer sie jetzt spielt,
ist immer relativ offen. Es ist eigentlich immer die ganze Gruppe gefordert. Es sind immer alle im Raum, es sind immer alle beteiligt. Es funktioniert, eigentlich ist das ganze Stück wie ein großer Chor. Und es sind auch Menschen von verschiedenen Herkünften, Menschen von verschiedenen Lebenszuständen. Genau, Männer, Kinder, Frauen. Es ist sehr vielfältig. So wie wir, sagt der Student. Wir passen auch nicht zusammen. So wie wir passen auch nicht zusammen. Witzig, sehr witzig, sagt die Studentin. Wieso? Wieso witzig? Kann doch sein, dass wir eines Tages erkennen, dass wir einfach nicht zusammenpassen. Nein, du hast es nicht verstanden. Was? Worum es in der romantischen Komödie geht, das hast du nicht verstanden. Und wie ist es für dich jetzt? Du hast mehrere Figuren. Hast du Lieblingsfigur? Ich finde ja schwierig, bei der ganzen Produktion zu finden, weil man in so viele Figuren reinspringt die ganze Zeit. Mhm. So, was ist der Punkt, von dem ich immer wieder ausstarte irgendwie? Also wo ist so meine, wo ist die Base, wo ist die Überfigur? Und wo ich dann immer wieder in die verschiedenen Figuren schlüpfen kann, geht es dir nicht so? Ja, ich liebe eigentlich meine übergeordnete Figur, aber trotzdem habe ich diese kleine andere Situationen. Deswegen, also es ist immer, es ändert sich, aber trotzdem ist es, es gibt so eine Situation und darunter gibt es kleine Themen. Ja. Weil jede Figur hat ein anderes Thema und auch ein anderes körperliches Thema zum Beispiel. Wir haben auf Zoom angefangen, die ersten 3 Tage, Leseprobe. 2 Minuten vorher, 8.53 Uhr. Eine Familie mit einem Kind. Das Kind will wissen... Vielleicht war ja alles falsch, dachte der alte Mann. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit höre ich Iggy Pop. Na, 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 na. Hörst du Iggy Pop? Nein. Ich habe so eine Playlist erstellt, die heißt 100 Songs. Mhm. Und die höre ich immer auf dem Weg von zu Hause zur Probe. Und das sind die ganzen Songs, die im Stück sind und die wir dazu geschrieben haben, sind alle drin. Ganz viel Iggy Pop. Na, 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 na. Das Schauspiel geht gar nicht auf Zoom. Vor allem, dass man so Fächer wie Tanz, Sprechen, Fechten hat, kann man nicht in der Küche irgendwie so ein Ballett machen. Haben wir alle versucht und das war sehr schwierig. Und dann war er die Treppe wieder runtergekommen mit der schwarz-weiß gestreiften Vase, handgemacht aus Murano, Venedig. Da hatten sie ihre Flitterwochen verbracht. Ja, danke, danke. Es ist immer so schön, es ist so, was am besten funktioniert, auch schon wenn ihr am Anfang so steht, sind diese relativ konkreten, aber sehr kleinen Sachen, wie nur ein Blick. Also es ist so wie nur eine Haltung verändern, jemanden anfassen, hingehen. Eine kleine Bewegung, einen Schritt zurück, Hände fallen lassen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Arbeitsweise von Rudi. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für das Filmchen hier passt, aber er schneidet eben. Weil er schon sehr klar immer weiß, was er will, aber er ist so sympathisch und wir kriegen sehr viel Freiraum. Wir haben viel Freiraum, aber trotzdem sagt er klar, was er möchte. Ja. In der Szene ein bisschen mehr wirklich so aus ihrer Perspektive. Ja. Also, dass du wirklich in diese Figur reingehen kannst. Weil eigentlich zieht es sich ja ziemlich durch, oder? Ja, es zieht, ich hatte es ja einzige Text und ich habe es nur dieses Mädchen. Richtig, genau. So habe ich es ja eigentlich auch mal gedacht. Ja. Ich glaube, er hat schon immer so eine klare Vorstellung. Trotzdem können wir ausprobieren und dann finden wir einen Mittelweg zusammen. Hm. Das finde ich sehr cool. Und er ruht so in sich selbst. Ja. Er macht so überhaupt keinen Stress. Ich glaube, ich frage mich manchmal, ob er auch irgendwie ein bisschen Angst hat. Also ich als Regisseur hätte immer Angst, dass die Produktion in die Hose geht. Vor allem, wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite. Ja. Ja, könnte ja alles passieren. Er hatte die Masse hoch über den Kopf gehalten und gerufen, du willst wissen, was ich jetzt mache. Du willst wissen, was ich jetzt mache, hä? Das werde ich jetzt tun. Da hat er die Vase auf den Fußboden geschmissen und sie war in 1000 Stücke zersprungen. Ja, ich glaube, der größte Unterschied zwischen jetzt mit einem Jahrgang von Studierenden zu arbeiten und fertigen Spielerinnen und Spielern ist natürlich, dass die nicht nur von ihrem Können, sondern auch von der Altersspanne und von auch dem, wie sie untereinander
funktionieren, natürlich wesentlich hermetischer sind. Weil ein Ensemble, das natürlich verschiedene Leute verschiedenen Alters, die unterschiedlich lang an einem Haus sind, mischt sich Ensemble, Gäste und so weiter. Und hier haben natürlich alle so die gleiche Zeitspanne, die gleichen Dinge miterlebt. Und ich glaube, dass das gerade für diese Aufgabe aber eine ganz große Kraft haben kann. Nee, ich mag dieses Ei da hinten. So riesig und zurück zum Ursprung. Ich finde das ja auch, ich finde das ja immer interessant als Bühnenbildnerin oder als Bühnenbildner, wie man auf solche Ideen kommt. Also ein Ei, das gerade zerspringt mit der, ja, mit der, wo der, sogar wo die Haut, man hat ja, wenn man das Ei kocht, ist immer diese Haut noch dabei. Ja. Das Innere des Eis, also die geschützte innere Welt des Eis, kann man ja vergleichen mit dem Bühnenraum, der geschützte Bühnenraum. Und was passiert mit diesem Raum, wenn er bricht, einen Knacks bekommt, dann rinnt er aus, wird lebensbedrohlich und was sich darin befindet, stirbt. Auf die roten Seile, auf die freue ich mich ja. Die sind noch nicht fixiert, aber da kann man auch noch viel machen. Ja. Klettern oder so. Ja. Hast du Lust zu klettern? Kletterst du gut? Also die Seile könnte man interpretieren als das Leben, das am seidenen Faden hängt. Aber dadurch, dass die Bühne ein abstrakter Organismus in sich ist, könnte auch ein lebender Organismus sein. Und es könnten Arterien sein, es könnte aber auch eine Richtung sein, in die die Explosion verläuft. Splitter! Diese Raumbühne haben wir für richtig empfunden, weil es die Menschen sich dem nicht entziehen. Man schaut da nicht von außen drauf, sondern man ist eigentlich Teil dieser Gruppe von Menschen. Und jeden betrifft das, was hier stattfindet. Ich hatte große Lust, mit einer Gruppe zu arbeiten, also wirklich zu sagen, man nimmt das, was ich vorher beschrieben habe, dass das so ein Jahrgang ist, eine Gruppe. Man schaut, was kann eine Gruppe von 10 Menschen am Theater theatral erzählen, mit welchen Mitteln, mit welchen Möglichkeiten. Und da eignet sich halt das Theater, das Schimmelpfennig sucht, sehr gut, weil das immer mit dem Erzählen, wie kann man überhaupt im Theater erzählen, mit welchen Mitteln, dem Wechseln von Mitteln zwischen Figur, Erzählung. Das ist einfach sehr herausfordernd und das fand ich schön und geeignet und hat mir Spaß gemacht. Die Frage ist ja auch immer, wie weit schafft man es, Theater zu machen, das irgendwie eine breitere Masse erreicht, irgendwie auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht ins Theater gehen würden. Oder was? Aber es erzählt von diesen Leuten, die nichts ins Theater eigentlich schon, gehen. Ne? Verwaltungsangestellte, Mädchen, die Friseurin Theater, sein will und alles. Aber wir erzählen ja im Theater meistens über die Leute, die nicht ins Theater gehen. Ja. Weil das sind ja meistens auch die interessanteren Geschichten.